Moin Leute, ne? Oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr zuschaut. Und herzlich willkommen zurück zu Zero Sievert. Ja, und zum letzten Mal habe ich noch ein bisschen hier den Farming-Kram erledigt. Also, ich habe schon mal ein paar CPUs und so weiter gesammelt. Und Smartphones brauche ich jetzt auch nur noch zwei. Wir haben zwei Questen abzugeben. Beim letzten Mal haben wir den Crimson Group, also die Crimson Gruppierung kennengelernt. Ich habe schon ein bisschen auch hier an Ammo gefarmt, dass ich mir jetzt ein bisschen was herstellen kann. Dass ich schön viel Munition für die neue Waffe habe. Das heißt, dass ich die alte endlich loswerden kann. Ich habe jetzt eine neue Sniper, die wesentlich stärker ist. Ich sehe, du kommst gleich mit. Und eigentlich, obwohl. Einfach nur da behalten, falls ich mal irgendwann ein Problem habe. Ja. Also ihr seht, ich habe jetzt ein bisschen was an Munition. Ein bisschen. Selbst das viele, was ich hier zusammengesammelt habe, ist offenbar nicht besonders viel. Ich glaube, ich mache einen Reiter, der komplett sich nur auf Munition begrenzt. Ich kann die leider nicht benennen. Aber ich mache das mal so. Ich nehme jetzt alle Munition und pack die Munition in Reiter 8. Dann weiß ich immer, wo ich meine Munition finde. So. Dann wird die mal einsortiert. Ja, die CPUs und so weiter, die kommt man auf der zweiten Map richtig gut farmen. Ich nehme mir jetzt auf jeden Fall ein MRE mit. Ist ja so gesehen das beste Essen. Und ich nehme mir eine Mage mit. Und ich muss ja auch mal das ganze Zeug hier loswerden. Also nehme ich auch noch das hier mit, den Apfelsaft. Unterwegs habe ich auch noch rein zufällig ein Kochbuch und ein Gunbuch gefunden. Damit ihr da Bescheid wisst. Ja. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir Quest ab. Ich muss mal kurz gucken, wer von euch war das? Der Doktor. Ist egal, wen von beiden ich zuerst mache. Ich muss so oder so im Endeffekt die Questen alle irgendwann abgeben. So, ich kann mir bei dir nicht die gute Munition holen, ne? Nehme ich mir einfach das meiste und verschrott das. So. Das verschrotte ich einfach direkt. Und lager es ein. Wir haben jetzt gerade nur vier Missionen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die müssen wir bei den Crimson-Typ abgeben. Fünf Hunters erledigen. Wir müssen die vermisste Gruppe finden. Die sind im Tümpel. Und wir müssen halt Sachen sammeln. Ich würde sagen, allein damit wir heute schon mal irgendwas komplett Neues ge sehen, gehen wir heute in den Tümpel. Und machen zuerst die Mission hier, dass wir diese eine Gruppe finden müssen. Ich konnte die neue Sniper übrigens schon testen. Die ist irre stark. Also, die ist wirklich stark. Die alte, die hat ja fünf beispielsweise für diese Elektro-Dinger gebraucht. Mit der habe ich nur vier gebraucht. Und die ist ultra genau. So, jetzt höre ich aber erst einmal rein, ob das so laut genug ist. Also ich und das Spiel. So. Um Gottes Willen ist der Tümpel hier groß. Da muss ich hin. Und direkt in der Richtung ist auch das Ausgangsschild. Also da, wo ich abhau. Ich erwarte neue Gegnertypen. Die Spinnen sollen hier auf jeden Fall vertreten sein. Es sind komische Tümpel hier. Hi. Easy. Nur leider Gottes waren das keine Hunter. Aber sie geben trotzdem gutes Zeug mit sich. Und die Pistolen nehme ich mal mit. Ich werde wahrscheinlich nicht sehr viel einsammeln. Kann ich zumindest deren Knarren verkaufen.
Ich habe nur die Schüsse gehört. Ach so, das findet rechts von mir statt. Links, ich sehe ihn sogar. Ach, die haben so einen Alien umgebracht. Jetzt seid ihr tot. Und genau da liegt ein toter Bandit. Hunter, nicht Bandit. Okay, bisher nichts von Interesse. Ich sortiere hier gerade mal ein bisschen um. So. Wir müssen erstmal hier die verschollene Gruppe eigentlich finden, aber ich finde, wir können ruhig einmal kurz looten. Wie gesagt, außer den Knarren werde ich wahrscheinlich eh nicht viel mitnehmen. Ohne P90. Da ist noch ein toter Bandit. Oh, da ist die grüne Armee. Okay, viel mehr sollte ich auch nicht mitnehmen. Der erste Run im Tümpel lief ja nicht so gut. Okay, ich muss jetzt erstmal nach da unten und die verschollene Gruppe finden. Böse Ghule, böse. Oh, die haben einen von den Crimson Armee erledigt. Da ist schon wieder so ein hässliches Viech. Hätte ich mir eigentlich denken können, wenn hier schon ein Toter liegt. Was ist der denn dabei? Ohne Stass. Sehr schön. Pack ich hier unten hin. Stört die nicht. Seid ihr aggressiv auf mich zu sprechen? Scheinbar nicht. Hallo. Wisst ihr, wo die Truppe ist, die ich suche? Die wollen nicht mit mir reden. Ich habe doch nur gefragt, ob ihr böse mir gegenüber seid. Ihr müsst mir doch nicht die kalte Schulter zeigen. Hier, ich zeige euch sogar meine Waffe. Man sieht es nicht so durch durch das hohe Gras. Einmal kurz nochmal in die Quest gucken. Was genau suche ich gerade eigentlich? Ja, die verschwundene Gruppe. Okay. Ich muss die tote Gruppe finden. Ah. Ich glaube, denen ging's nicht so gut. Die sind eingeschlafen. Die schlafen hier. Und haben Ketchup verschüttet. Ich würde sagen, lassen wir sie weiter schlafen. Wir tun übrigens die anderen Seiten leid, die ich immer angegriffen habe. Offenbar sind die echt friedlich. Alter, die Dinger machen mir jedes Mal Angst. Und lassen mich komische Geräusche von mir geben.
würde ja eigentlich schon gern ein bisschen was mitnehmen. Weil ich treffe hier keine Banditen oder irgendwas in der Art. Gucken wir uns mal an, was da oben ist, bevor wir hier abhauen. Ich hab dich gesehen. Der hat doch irgendwas gerade geschrien. Wegen dem Schrei oder weswegen hattest du einen Herzinfarkt? Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Ich will! Ich will! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Lass mich leben! Lass mich leben! Bitte, bitte! Ich will weiterleben! Bitte lass mich leben! Bitte lass mich leben! Oh. Um Gottes Willen! Frag mich nicht, wie ich lebend rausgekommen bin. Ich weiß es selber nicht. Jetzt hatte ich auch einen Herzinfarkt. Was bist du? Es heißt einfach nur Big. Ich nehme einfach mal seine Zähne mit. Um Himmels Willen, bitte sag nicht, dass es hier noch mehr von denen gibt. Dann sterbe ich. Ich sterbe dann an einem Herzinfarkt. Mich wundert's nicht, dass hier ein toter Kamerad liegt. Es wundert mich echt überhaupt nicht, wenn da so ein großes Viech wartet. Wenn ich jetzt nochmal so einen Schrei höre, dann gehe ich in die andere Richtung. Easy. Im Ernst, ich will so einem großen Vieh nicht nochmal begegnen. Das Ding hat mir Angst gemacht. Da oben wartet doch bestimmt einer, oder? Ja. Noch einer? Nee. Warum sind die Alien-Viecher in diesem Spiel so ein Herzinfarkt-Faktor? Das ist übrigens ein neuer Clip. Ein Riesenvieh kommt angerannt und ich bettle um mein Leben. Ich habe das gar nicht gemerkt, da ist ein Gulli. Ich mal die Waffen hier hin, damit ich mehr Platz habe. Warum habe ich das Gefühl, dass mich hier irgendwas vergewaltigen will? Hallo? Wir sehen auf jeden Fall Rattis. Ich weiß nicht, ob sie mir Schaden machen können. Ich töte sie sicherheitshalber. Da sind Spinnen. Mann, nee, ich bin zu unfähig, eine Ratte zu treffen. Ja, die Ratten machen mir Schaden. Und sie machen sogar sehr gut Blutung.
Ich sehe wirklich gar nichts. Da vorne ist ein Bandit. Jetzt ist er nicht mehr da. Ich habe einen Vorteil, ihr seht mich nicht. Aber ich sehe euch. Ich lass die Waffen mal liegen. Ich habe ja oben ein paar hingelegt. Aber ist das jetzt so ein endlos langes Labyrinth? Wieso ist denn der traurig? Ist die Note so schlecht? Du hast mich jetzt erschreckt, Kollege. Ja, komm, zeig dich. Ich weiß, dass du da bist. Okay, ich habe das geheime Lager gefunden. Ich glaube, was Besseres finde ich hier unten noch nicht. Die Waffen wollte ich ja liegen lassen. Oh, Geld. Auch wenn die Waffen tatsächlich mehr wert sind. Oh, eine goldene Halskette. Die nehmen wir mal mit. Auch meine Schmutzfuß. Wetten, ich brauche jetzt eine halbe Ewigkeit, um den Ausgang zu finden. So. Wir haben dann eine Vermisstengruppe gefunden und ich nehme das hier. Okay, ein paar Reports kamen rein. Eine unglaubliche Bestie haben sie gesehen. Wahrscheinlich, dass mich angegriffen hat. Ja, jetzt müsste ich das Ding doch mal umbringen. Sicherheitshalber. Der 7. Zähne schon mal rein. Die packe ich auch mal rein, weil eventuell kommt man ja an den Nebenquest. Komm, ich warte auf den Schrei. Wieso lebt hier oben was? Warte mal, kann ich die nicht ausnutzen? Obwohl, nee, die würden kaum eine Minute über gegen das Vieh überleben, oder? Tot. Die sind bei mir schon mit einem Schuss tot. Oh, ich habe eine Kapelle gefunden. Wert. Okay, da ist schon mal das Smartphone, das ich brauchte. Das nehme ich mit, verkaufen. Die wartet dort. Oh.
immer noch näher zum Fakt, wenn ich halt Vieh auch nur sehe. Aber verdammt, bringt das viel Fleisch. Ich nehme ein bisschen was mit. Kann ich ein bisschen kochen. Konnte ich in die Kapelle eigentlich reingehen? Nee. Was haben wir denn hier? Ach, noch eine Marode. Und so eine FLD. Ich nehme die Marode, die kann man gut verkaufen. Ach, ich muss erst ein bisschen Platz schaffen. Hier, nimm die beiden Knarren. Oh. Kiba Armor. Eliminate 15 Kiba in the Mall. Wieder ein neuer Gegnertyp. Na gut, ich sollte aber erstmal die Quest, die ich gerade habe, fertig bekommen. Eine CPU und ein SSD Drive. Da lohnt sich am ehesten zu diesem Markt zu gehen. Also, nicht Markt, diesen einen Campingplatz. Da kriegt man das ja richtig gut. Ich kann mir das alles nicht leisten, weil ich kein beschissenes Metall habe. So, diesmal denken wir dran, nicht das Teil anfassen. Einfach nur akzeptieren und weggehen. Oh Mann. Die kämpfen schon wieder gegen Bandits. Als ob hier nicht ein einziger Hunter auf der Map ist. Das ist doch ein schlechter Witz. Ich will doch nur mal die dummen Questen abgeschlossen bekommen. Und suche hier 10 Jahre nach so einem dummen Hunter. Sofern ihn die grüne Armee nicht schon längst erledigt hat. Oh, hi. Ihr habt angefangen. Ihr seid auf mich losgestürmt und wolltet mich essen. Ey, so eine riesen Map. Ich kann mir allerhöchstens nur noch vorstellen, dass hier oder hier einer gammelt. Ich suche die ganze Map ab. Ich brauche einen dummen Hunter. Es kann doch nicht sein, dass ich keinen einzigen von denen finde. Das Spiel könnte mir auch eine Freude bereiten und jetzt hier einfach einen Hunter hinsetzen. Nee, ich muss für einen einzigen Hunter extra nochmal los. Ich suche die ganze Map ab und ich finde einen. Und der ist tot. Irgendwann muss ich bestimmt auch die Dinger sammeln. Da mache ich erst die Attachments ab. Ich sollte erstmal die Mission abgeben. Ich glaube, beim Doktor war es. Das Ding nehme ich mir. Die hier bräuchte ich. Find evidence in the laboratory. Ach ja, jetzt kann ich ja in dieses komische Labor. Bei dem einen Teil. Muss ich aber, glaube ich, kaufen. Repair Kit von Radio Tower, Scientific. Und da habe ich den Key jetzt einfach. Warte, Task. Also ich muss erst einen Tag warten. Na gut, der muss eh erstmal schlafen, der Kamerad hier.
Das ist aber eine Mission, die wir erst beim nächsten Mal machen. Ich kaufe nur schon mal den Schlüssel. So, hier. Einfach mal im Doppelpack gekauft. Ich brauche sie ja. Das kannst du keinem erzählen. Ich habe zwei ganze Maps abgesucht. Nicht einen Hunter habe ich gefunden. Das kannst du keinem erzählen. Das Spiel macht sich gerade wirklich einen Sport draus, mich zu verarschen. Ich werde jetzt nämlich wirklich einfach nur Tasche lernen und direkt wieder los. Ich will diese Mission heute fertig bekommen. Ihr habt jetzt nicht ernsthaft einen Hunter erschossen, ne? Nee, ihr habt Ghule abgeschossen, okay. Ghul kann mir egal sein. Hättet ihr einen Hunter totgeschossen, wäre ich jetzt rasend. Dann würde ich wie ein Stier rot sehen. Hier liegt ein Hunter. Das Spiel verarscht mich. Die verkaufe ich einfach. Man findet einen Hunter und der ist tot. Rennt doch in die Stadt rein. Sollen die sich doch mit euch rumplagen? Die dummen Wölfe. Weg! Hab einen Hunter gefunden. Ab nach Hause. Ich nehme jetzt nur noch dein Zeug eben. Und zwar das, was nützlich ist. So, kann ich verkaufen, ab nach Hause. Ich habe endlich einen Hunter gefunden. Ich musste dreimal jetzt suchen. Um einen dummen Hunter zu suchen. Ich habe davor zwei ganze Maps abgesucht, ohne drauf zu gehen. Und habe einfach keinen Hunter gefunden. Bei dem ersten habe ich einen Hunter gefunden, der war schon tot, und beim zweiten habe ich überhaupt keinen gefunden, nicht mal einen Toten. Ihr gebt mir sowas von einer Selbern vorbei. Ach, hier lief auch noch ein Hunter rum. Schön. Schön, dass ich es auch gewusst habe mal. Hätte ich mir den Weg nach da hinten sogar sparen können. So, ab nach Hause. Hab keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, ich nehme jetzt auch nur den Waffenschrott. Green Army. Bei dem musste ich nämlich die Hunters erledigen. Ich will mir die Munition nehmen. So, jetzt habe ich zwei Missionen bei dem. Ein Lazar. Was war ein Lazar nochmal? Ach, das wird schon irgendwie nebenbei passieren. Das ist wenigstens easy. Bandits findest du haufenweise. So, den Kack räume ich jetzt einfach nur noch ein. Das war's dann für heute. Ich werde hier, ich werde halt wirklich teils schon wahnsinnig, weil ich stundenlang am Suchen bin und einfach nicht fündig wurde. Das macht einen rasend. Hier, kannst noch hier das kleine Geld da haben. Hier hast du ein Taschengeld. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Ei. So, hat er aufgegessen? Gut. Main-Menü.
Hab für heute keine Lust mehr. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr von YouTube, ihr könnt ja ein Abo und ein Like da lassen, ein Follow auf dem Twitch-Kanal. Und von euch, liebe YouTube-Zuschauer, verabschiede ich mich an diesem Punkt auf jeden Fall schon mal. Und wünsche euch einen schönen Tag.